Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie man dieses wunderschöne Armband herstellt. Das ist eine ganz bestimmte Knüpftechnik, die ich euch heute gerne zeigen möchte. Ich habe mich für einen Schiebeknoten als Verschluss entschieden. Ihr könnt es am Schluss natürlich auch einfach ganz normal zusammenknoten, werde ich euch aber beides zeigen. Zuerst einmal brauchen wir ein Metermaß, eine Schere, ein bisschen Klebstreifen und zwei verschiedene Sorten Garn. Ich habe mich jetzt für Weiß und Altrosa entschieden. Dann müssen wir zuerst mal herausfinden, wie groß das Armband sein muss und müssen dafür unseren Handgelenksumfang ausmessen, falls wir den nicht kennen. Dann nehmen wir einfach ein Stück Garn und wickeln das einmal um unser Handgelenk herum und messen dann einfach aus, wie groß das Teil sein muss, das dann später quasi geknüpft wird. Dann messen wir uns insgesamt 80 cm von unserem Garn ab. Wenn ihr ein schmales Handgelenk habt, könnt ihr ein bisschen weniger nutzen. Wenn ihr ein breiteres Handgelenk habt, nutzt ihr einfach ein bisschen mehr. Ich denke immer, viel hilft viel. Ich mache auch immer pro forma ein bisschen mehr. Abschneiden kann man es einfach am Schluss immer noch. Dann nehmen wir uns einfach unser zweites Garn zur Hand und messen das anhand der ersten Schnur ab. Da braucht ihr auch gar kein Metermaß mehr. Einfach nebendran legen, abschneiden und fertig. Wir müssen dann schauen, dass wir ungefähr 10 cm oben Luft lassen, bevor wir unseren ersten Knoten setzen. Das ist dann später nämlich das Stück, das als Verschluss dienen wird. Wir ziehen den Knoten jetzt richtig schön fest und dann legen wir unser Armband nochmal auf den Tisch. Wir kleben es am besten nämlich jetzt auch fest. Also ich mache das zumindest immer so, dass ich es auf dem Tisch, auf dem ich arbeite, festklebe. Dann rutscht es mir auch einfach nicht mehr davon und ich kann ganz entspannt arbeiten, kann dran anziehen, kann ein bisschen dran zerren, ohne dass eben das ganze Armband flöten geht. Einfach einmal festkleben und dann hat man die ganzen Spirenzchen nicht mehr. Jetzt müssen wir darauf achten, welcher Faden auf welcher Seite liegt. Hier haben wir auf der linken Seite weiß und auf der rechten Seite altrosa. Und genauso müssen die unteren Fäden nämlich auch sein. Wir fangen dann auch mit dem linken an, legen da quasi eine 4, also ihr seht, das sieht aus wie eine 4. Und nehmen dann den weißen Faden und schieben den einmal unter dem rosa Faden durch. So soll das ungefähr aussehen. Ich zeige es euch einmal ganz langsam. Und dann halten wir den rosa Faden fest und ziehen den weißen glatt. Jetzt müssen wir darauf achten, dass der weiße Faden weiterhin auf der linken Seite liegen bleibt. Das war jetzt unser allererster Knoten. Links ist weiß, rechts ist rosa und mit rosa machen wir auch weiter. Wir legen jetzt eine spiegelverkehrte 4, ihr seht, das sieht auch aus wie eine 4, nur spiegelverkehrt, und nehmen dann das rosa Ende und schieben es unter dem weißen Faden durch. Dann müssen wir einfach wieder den weißen festhalten und den rosa Faden festziehen. Das waren jetzt unsere ersten zwei Knoten. Ich zeige euch nochmal anhand des weißen. Wir legen eine 4, legen dann das weiße Ende unter dem rosa Faden durch, halten den rosa Faden fest und ziehen quasi unseren weißen wieder fest, damit wir den nächsten Knoten erhalten. Legen weiß wieder nach links, rosa wieder nach rechts und machen dann mit rosa wieder weiter, legen da wieder eine spiegelverkehrte 4 und ziehen dann das Ende des rosa Fadens unter dem weißen Leitfaden, nenne ich es jetzt einfach mal, durch, halten den Leitfaden fest und zurren das Ganze fest. Jetzt haben wir insgesamt 4 Knoten und genauso machen wir auch weiter. Wenn ihr mal vergisst, welcher Knoten der letzte war, könnt ihr einfach ganz einfach nachschauen. Das, was am unteren Teil ein bisschen knubbeliger ist, das war unser letzter Knoten. Ja. Ich mache es dann irgendwann im Laufe des Knüpfens immer so, dass ich mir jedes weitere Stück, das bereits fertig ist, nochmal am Tisch festklebe, damit es einfach nicht die ganze Zeit hin und her wackelt.
Wenn ihr jetzt die Länge erreicht habt, die ihr für euer Armband braucht, dann machen wir den Tesafilm ab und schauen nochmal provisorisch, ob es um unser Handgelenk passt. In meinem Fall habe ich dieses Mal zu viel geknüpft, das heißt, mein Armband war quasi zu lang und dadurch, dass ihr noch nichts verknotet habt, könnt ihr das ganz einfach wieder mit den Fingern auflösen. Ihr könnt natürlich auch eine Pinzette nehmen oder einfach so ein Bobbypin. Alles, was irgendwie vorne ein bisschen spitz ist, könnt ihr dafür verwenden, die Knoten wieder zu öffnen. Habt ihr die richtige Länge erreicht, macht ihr einfach, genau wie auf der einen Seite, einen Knoten ans Ende, damit sich eure Knüpftechnik nicht mehr auflösen kann. Das zurrt ihr richtig schön fest und dann habt ihr quasi ein Armband, das auf beiden Seiten verknotet ist und nicht mehr aufgehen kann. Wenn ihr das Armband jetzt an euer Handgelenk legt und einfach unten einen Knoten reinmacht oder eine Schlaufe wie beim Schuhbinden, dann könnt ihr das Armband jetzt genau so schon anziehen. Aber ich habe euch ja versprochen, dass wir einen Schiebeknoten machen. Dafür müssen wir das kurze Ende nehmen und da einen weiteren Knoten ein paar Zentimeter vom Ende des Armbands entfernt einknoten. Das ist einfach die Seite, die später dazu dient oder zeigen soll, wie weit man den Knoten schieben kann. Dann nehmen wir uns jetzt das lange Ende, legen das über das kurze Ende, damit so eine Art A entsteht. Hier sieht man das schön. Nehmt den vorderen Teil des A's, die offenen Enden, und schiebt das einmal unten drunter durch. Am Ende sieht das dann so aus. Dann nehmt ihr nochmal das lose Ende und legt es von oben um eine Schlaufe um den Ring herum. Dann sieht das Ganze so aus. Dann nehmt ihr nochmal das lose Ende und wickelt es nochmal von oben um die Schlaufe drum herum. Und fertig ist eigentlich auch schon unser Schiebeknoten. Das Ganze zurrt ihr jetzt ein bisschen fest. Das ist eine kleine Fummelarbeit. Da müsst ihr gucken, dass das auch schön mittig ist. Aber da kriegt ihr ganz schnell ein Gespür dafür, wie ihr das Ganze schieben könnt. Jetzt ist die eine Seite quasi schon fertig. Jetzt schneidet ihr das nur einmal schön ab, damit das halt nicht so franselig absteht. Und dann nehmen wir uns die andere Seite, machen da auch noch ans Ende einen Knoten, damit sich einfach unser Armband nicht auflöst. Schneiden da auch die Enden ab und fertig ist unser Armband mit Schiebeknoten. Ich habe das Armband direkt an mein Handgelenk gemacht. Ihr wisst ja, dass ich immer mehrere Armbänder anziehe. Ich finde, das neue Armband ist so ein richtig schöner Eyecatcher und es ist einfach in wenigen Minuten gemacht. Der Schiebeknoten ist super easy, ihr könnt es super alleine an- und ausziehen und das ist immer sehr viel wert. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!